Moin Moin Leute, hier ist Yassi und willkommen zu einem neuen Sugofest. Heute haben wir das Trainings-Sugofest in Klammern 3 Tage, 2 Jahre, wie auch immer ihr das Ganze nennen wollt. Ich bin auf jeden Fall schon gehypt, wir haben sehr, sehr viele gute Charaktere. Ich hoffe natürlich, dass wir den Trainings-Chopper bekommen, weil das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Einheit und natürlich einer der besten Sammelcharaktere. Ich hoffe, mir ereignet dann nicht wieder dasselbe, wie mit dem Lockchopper, dass wir den dann am Ende nicht mehr bekommen haben. Aber naja, ich würde sagen, wir gehen gleich rein. Wir haben heute 5 Rare Recruits. Das sind 25 Gems und ja, das Ganze ohne irgendwie was zu kaufen. Eigentlich wie immer, wenn ich irgendwas Größeres kaufen werde, also eine größere Summe an Gems, werde ich das auf jeden Fall in einem Video sagen. Und das wird dann höchstwahrscheinlich erst im nächsten Batch passieren mit Legendary Jinbei und dem Trainings-Ruffy. So, ich würde sagen, das war eigentlich genug für das Intro. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an zu ziehen. Die Stärke-Rate ist erhöht. Das heißt, wir können auf jeden Fall ein paar sehr, sehr nette Charaktere ziehen. So, ich würde sagen, weiter geht's. Erstmal rekrutieren wir das erste Mal. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, wir sehen nicht zu viele silberne Charaktere. Man weiß ja aber nie. Wir hatten zwar dieses nette, den netten Friendpoint-Bug, aber sonst, naja. So, 3, 2, 1, let's go! Ich bin schon gespannt, da was golden ist, das ist schon mal nicht schlecht. Okay, Eule. Eule ist doch nicht mal so schlecht. Ich weiß aber nicht, ob ich den schon auf der globalen Version habe, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein CP9 Charakter. Das heißt, ein Charakter, der auf jeden Fall die Rate erhöht hatte, oder Fukuro. Im Deutschen heißt er auf jeden Fall Eule, falls ihr euch daran noch erinnern könnt. Ich würde sagen, hauen wir gleich mal rein in den nächsten Rare Recruit. Ich bin gespannt. Also das ist schon mal gut. Ich denke, das ist ein neuer Charakter. Also ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, weil ich den auf einer Version auf jeden Fall schon habe. So, 3, 2, 1, let's go. Nummer 2. Was silbern ist, das ist nicht schlimm. Bei 5 Puls... ist das erstmal ein bisschen... Alter, es ist einfach so witzig, wenn man den Charakter dann... so lange gefarmt hat und man den dann einmal bekommen hat, und dann bekommt man einfach 10.000 Mal mehr. Mr. 2, kein schlechter Charakter. Weiter geht's. Sehr genial. Okay. Pull Nummer 3. Let's go. Was Goldenes. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Komm. Leider nur den Mad Monk, ja. Habe ich auch schon, aber definitiv kein schlechter Charakter in seiner 4-Sterne-Version. Ich wundere mich, dass wir so viele Psy-Charaktere bekommen, vor allem weil die Chance für Stärke-Charaktere erhöht ist. Ich glaube, jetzt haben wir von 3 Puls 3 Psy-Charaktere. Das ist auf jeden Fall auch schon ein bisschen komisch, aber naja. So, nächster Pull, hoffentlich was Neues. Auch wenn es was Silbernes ist, auch was Goldenes, kann es ja mal was Neues sein. Verdammt. Tornado Temponami habe ich natürlich leider schon. Ist schade, aber hey, und ich wundere mich immer noch, warum wir keinen Stärkecharakter gezogen haben. Speziell, weil natürlich die Stärke-Chance auch erhöht ist. Aber ja, Tornado Temponami ist definitiv nicht schlecht, aber geht natürlich besser wie immer. Aber Gold ist Gold, ne? Besser als ein Silber auf jeden Fall. So, und der letzte Pull für heute. Mal sehen, ob wir noch einen Stärkecharakter bekommen oder sogar einen neuen Trainingscharakter. Ich kreuz mal hier die Finger. Vielleicht soll ich sogar einen Nosepull machen. Ich denke, wir sollen auf jeden Fall nochmal einen Nosepull raushauen. Also, ja, lass mal schauen. So. Läuft. Läuft, komm schon, goldene. Oh, der Nosepull, Leute, der Nosepull. Oh, den habe ich beim Friendpoint-Sugo sozusagen gezogen. Aber das ist ein 5-Star-Lao-G. Ey, das ist nicht schlecht. Und schon wieder zeichnet sich der Nosepull aus für Qualität, ja? Sehr genial, Lao-G. Muss ich meinen nicht mehr entwickeln oder kann ihn sozusagen als. Als Sockel sozusagen für meinen jetzigen Nutzen. Den seht ihr nämlich hier. Den habe ich beim Friendpoint sogar bekommen. Aber das ist ja schon mal sehr, sehr nice. Also das, ich kann mich nicht beschweren. Selbst wenn ich,
nur Eule als neuen habe, wo ich mir noch nicht mal sicher bin, ob der oder ob der wirklich neu ist. Müssen wir mal eben reinschauen. Eine Laogi. Und den Rest lasse ich eigentlich nicht. Also werde ich nicht als Favorit eintragen, weil ich die dann höchstwahrscheinlich als Duplikate beim Special Level Up Event reinfusen werde. Und dann gucken wir mal eben. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass ich Eule auf der globalen Version noch nicht habe. Scheint nicht so zu sein. Gucken wir uns mal eben den Special und die Captain Ability an. Dex und Quick Orbs zu Psy, also ein relativ guter Orb Changer. Und die Captain Ability doppelt die Psy-Charakter Angriff, doppelt den Angriff von Psy-Charakteren so. Für die 4er-Version ist das nicht schlecht. Ich denke, selbst die Captain Ability wird noch so ein bisschen geupgradet, wenn er sich entwickelt. Und dann können wir uns nochmal eben Laogi angucken. Der mit seiner neuen Version hier kommt ja auch schon auf Level 20, dadurch, dass die Stärkechance erhöht ist. Wir hatten aber insgesamt nur einen Stärkecharakter, also da sieht man dann halt wieder, die erhöhte Chance für einen Typen ist halt immer so ein bisschen, nicht so ausschlaggebend, wie halt die Charaktere, die jetzt zum Beispiel die Chance erhöht haben. So, also, Captain Ability, Special Charge Time minus 3 Runden, also in 3 Runden früher bekommt ihr die Charge Time fertig und doppelt die Fighter Attack, also alle Attack von Fighter wird verdoppelt. So, das ist auch schon mal kein schlechter Charakter und vor allem sein Special macht alle Slots zu den G-Slots oder den G-Orbs, wie auch immer ihr das Ganze nennen wollt und macht Heavy Random Schaden, also sehr, sehr starken Random Schaden. Das heißt, er kann relativ, normalen Schaden sein oder halt extrem hoch gegen alle Gegner. Das heißt, das ist auch nicht schlecht. Leider eine Rundenanzahl von 25, aber die Bücher werden dazu auch noch kommen. Ich würde sagen, das war ein geniales Sugo-Fest. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wir haben sogar ein paar neue Charaktere und sozusagen ein Upgrade von meinem Laogi von Friendpoint Sugo. Was habt ihr so gezogen? Packt es in die Kommentare. Den Daumen nach oben nicht vergessen, falls euch das Video gefallen hat. Und ja, falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, den Abonnieren-Knopf drücken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dann, Leute, und ciao!